So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker Version 3.0, auch wenn wir im Moment von Version 3.0 nicht viel mitbekommen, weil wir alte Level spielen, die ich noch nicht gespielt habe. Unter anderem jetzt Caped Crusader von Frank. Nicht alle Helden tragen ein Cape, aber dieser schon. Na dann. Auf geht's, Mario. Sei ein Held. Ich bin schon mal kein Held. Oh shit. Oh shit. Verdammt. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Okay. Also da muss ich schnell durch. Aber das ist ja nicht das Problem, wenn man es weiß. Okay. Okay. Okay, zum Glück sind die on-off jetzt allerdings nicht wie in SMW, weil dann würde ich mit der Feder das hier ständig an- und ausmachen und müsste ewig viel Glück haben, um den richtigen... die richtige Stelle zu erwischen. Der würde die ganze Zeit an- und ausgehen. So ist es deutlich angenehmer. Bam, bam. Bam, bam, bam. Ah, Frank baut angenehme Level. Und dann muss man noch eine Runde fliegen. Ah, okay, eine Runde fliegen wird unangenehm. Was kommt denn da? Okay. Frank baut trotzdem angenehmere Level als Maddie. Das kann man schon mal festhalten. Reicht nicht. Aber hat Frank nicht sonst auch mal ein bisschen mit Checkpoints gemacht? Da wäre einer angebracht gewesen. Ach, ja, haha, Checkpoints. Bedingungslevel. Level mit Bedingungen können ja keine Checkpoints haben. Frank hätte sicherlich hier gerne mit einem Checkpoint gearbeitet. Hätte Nintendo ihn gelassen. Nintendo lässt ihn ja aber nicht. Weil sie doof, oh mein Gott, doof sind. Uah. So, schnell. Nein, erst den. Nein. Erst den und dann da. Warum versau ich das denn jetzt wieder? Okay, erst den Koopa, dann den On-Off. Erst den Koopa, dann den On-Off. Kriegen wir hin. Ist jetzt nicht das große Problem. Sind wir jetzt eigentlich ein Mörder, wenn wir die Koopas... Oh boy! Oh boy! Ja, wenn wir die Koopas in die Lava stürzen, weil sie ja von selber sowieso da unten landen würden. Erlösen wir sie nicht einfach nur dann viel schneller von dem, was ihnen eh bevorstehen würde? Ich weiß es nicht. Hat sowas von aktive Sterbehilfe. Ich finde auch, so ein Mario Maker Let's Play ist genau der richtige Ort, wo man über aktive Sterbehilfe eine Diskussion ansetzen könnte. Nein, lieber nicht. So, jetzt aber. Also erst den Koopa, dann den On-Off, dann den Stern und dann fliegen wir eine Runde. Und eine Runde. Und jetzt fliegen wir nicht mehr. Scheiße. Nein. Nein. Yes. Das hätte so ins Auge gehen können. Das hätte so ins Auge gehen können. Aber Frank baut so schöne Level. Es ist einfach... Franks Level spielen ist einfach schön. Deswegen habe ich ihn ja auch abonniert.
Drangslevel spielen ist einfach nur toll. Immer wieder ein Erlebnis. So. Das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Das auch, das auch. Airmaid Piranha Jump Challenge. Wir gucken mal rein. Wir gucken mal vorsichtig rein. Aber das sah nicht gut aus. Von der Rate her. Kann ich... Oh, was? Man kann am Rand stehen. Oh, Junge. Nope. Wer das probieren möchte, bitte gerne. Ihr seid eures eigenen Glückes Schmied. Okay, Devori lass mal kurz noch aus. Bounce Block Männer von Frank. Oh boy. Ich hatte nichts mehr unter Kontrolle. Aber gar nichts mehr. Bisschen kontrollierter hier spielen wäre schon mal sehr gut. Okay. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Es ist ja zum Glück hier nichts hektisch. Außer wenn das Level es selbst hektisch macht. Was kommt denn da raus? Eine Ranke muss da rauskommen. Da muss eine Ranke rauskommen, sonst geht's nicht weiter. Aber hier können wir wieder einen Checkpoint bekommen später. Das ist doch schon mal gut. Ich kann auch so drüber übrigens. Kommt mir gerade, da muss ich nicht warten. Ewig und 3 Jahre. Aber wenn die Notenblöcke halt spielbarer wären... Das ist nicht, was ich wollte. Ach, ich hätte gerne eine Ranke gehabt. Aber das geht auch. I guess. Ja, das geht auch. Oh mein Gott. Nein. Oh, nee. Ja, wobei, es geht eigentlich, ne? Ja. Ich warte auf den ersten Notenblock, der so einen Buring hervorhebt, wo ich sofort weiter muss. Bitte ne... Oh mein Gott! Checkpoint City! Yes! Ich hab... Kurz... Musste ich mein Kabel richten. Wir hatten jetzt zum Glück einen Checkpoint. Puh! Aber auch das wieder, es spielt sich einfach schön. Na, Frank-Level. Immer wieder gerne. Anders als Maddie-Level. Maddie-Level, oh Gott. Muss nicht immer wieder sein. So. Puh. Wow, das war zu schnell. Das merkt man in dem Moment, wo man über den Block drüber saust und nicht mehr zurück kann. Okay. Das war zu langsam. Thank you.
schon wieder. So. So viel zum So. Alter, ich... Ich werde nie verstehen, wie es sein kann, dass ich beim ersten Mal die Stellen richtig schön schaffe und dann struggle ich plötzlich an allem. Danke. Du musst nur wieder schimpfen, dann geht's auch. Jetzt gehen wir aber gleich hinten hoch. Das ist deutlich angenehmer. So, ganz schnell, bevor der erste Typ hier losschießt. Gar nicht erst den nächsten spawnen lassen. Und weg. Okay. Okay. So. Ganz vorsichtig. Ich kann im Prinzip einen größeren Sprung mir erlauben. Ich habe dafür auch genug. Yo! Oh shit, der ist niedriger. Das habe ich nicht gesehen. Scheiße. Ah, verdammt. Der ist niedriger. Mist. Ich hasse es, ganze Räume immer wieder neu spielen zu müssen, wenn man sie schon mal geschafft hat. Theoretisch könnte ich ja, nachdem ich den spawne, direkt runter. Wenn man mal zeittechnisch überlegt. Ich muss eigentlich gar nicht zurück. Ich kann den eigentlich spawnen und direkt runter. Ja, nice. Das macht schon mal vieles einfacher. So, hier wie gesagt ganz schnell durch. Warum war das zu erwarten? Weil ich bin. Richtig. Muss es nur noch ein bisschen besser setzen, dann funktioniert es auch. Plop. 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 Keine Ahnung, wie sich das Geräusch in der Aufnahme anhören wird. Bestimmt schafft es Aggressor daraus wieder irgendein Tierlaut rauszuhören oder so. Man weiß es nicht. Es wäre möglich. Was weiß ich. Vielleicht auch nicht. So. Okay.
Schnell, aber nicht zu schnell. Gott. So, also der ist egal, der interessiert mich. Aber guck mal, wenn ich jetzt hier das mir anschaue, das dürfte doch den da gar nicht berühren da drüben. Warum hat mich das denn da hochgedrückt? Der Notenblock ist doch nicht höher, das habe ich nicht verstanden. Ist das irgendwie, wenn ich... Wow! Wie hoch ging das denn jetzt? Ich hätte gedacht, ich komme da halt einfach durch, ne? So. Ich werde doch nicht... Dass das die Höhe ist, in der ich in diese Säge reinrassel, hätte ich nicht erwartet. Das hat mich ein wenig verwirrt. Wieso warte ich nicht einfach, wenn ich merke, es wird nichts? Wieso werde ich hektisch und will extra schnell durch? Ich weiß es nicht. Okay, also das ist nicht das Problem. Darüber kommen eigentlich auch nicht! Jetzt muss ich den dritten noch mitnehmen. Okay. So. Stopp. Ruhig. Aber von der Höhe her. Das ist doch nicht die Säge da drüben. Wie kann es denn den treffen? Alter, wieso komme ich denn nicht so? Wieso komme ich jetzt denn immer so hoch? Was ist das denn? Aber so richtig hoch. Komme ich ja nicht mal hier, wenn ich will. Was ist denn da drüben mit den Notenblöcken? Ist da irgendwas speziell, dass die irgendwie, keine Ahnung, anders reagieren? Hä? Was habe ich jetzt wieder? Oh, warum mache ich denn jetzt sowas? Ich habe zu lange gewartet, jetzt muss ich mit dreien mindestens arbeiten. Jo, aber wir haben's. Stopp. So. Wie bin ich da vorhin durchgekommen? Es ist so schwierig zu steuern. Diese verfluchten Notenblöcke, ey. Ich würde halt jetzt eigentlich tatsächlich gerne abbrechen.
Und dann haben wir 5 oder 6 Minuten das Level umsonst gespielt oder 10. Ich habe keine Ahnung, wie lange. Weil ich merke, wie schon wieder hier meine Frust übernimmt. Bis zum Checkpoint war es echt einfach, aber der Teil hier hinten ist unangenehm. Weil ich teilweise halt nicht mal weiß, wie ich es machen muss. Wenn ich gar nichts drücke, komme ich auch nicht darüber. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich muss was drücken. Und es ist super knapp. Ich drücke es ganz knapp nur und er macht so einen riesen Sprung. Normalerweise kann man das doch korrigieren. Nein, kann ich nicht. Ich mache immer die gleiche Höhe, ne? Ich mache immer die gleiche Höhe. Selbst wenn ich gedrückt halte, mache ich die gleiche Höhe. Oh. Wie habe ich den kleinen gerade gemacht? Nein, nein. Ich habe irgendwie gerade einen etwas kleineren, höheren aber gemacht. Den da, wie habe ich den gemacht? Nee, den überhaupt nicht. Nee, wie habe ich den anderen gemacht? I have no idea. Ich möchte... Nee, I'm sorry. Wir beenden hier. Ich möchte euch das nicht länger antun. Und mir auch nicht. Surfen wir lieber Shell in den USA. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wo sind die Shells da? Das ist im Moment eher nach meinem Geschmack, ja. So langsam wäre dann ein Checkpoint ganz nett. Nicht sowas, nicht so, nicht sowas. Nicht sowas. So, also ich muss den rechtzeitig erwischen da drüben. Ja, ich springe einfach nicht, das ist okay. Nice. Checkpoint. Oh Gott, ich muss drüber. Checkpoint. Yes. Okay. Oh weia. Oh boy. Oh boy, die Mitte ist Gift. Die Mitte ist Gift. Nein, nicht darüber.
Da erst unten drunter durchfahren. Zu bald. Die muss ich abwarten. Oh mein Gott. Okay. Okay, und jetzt unten weiterfahren. Und wir sind einen Schritt weiter als vorhin. Jetzt lande ich mal hinten. Ich denke, jetzt kann ich wieder... Ja, was? What? Was ist da denn los? Also irgendwie kann ich einfach darunter, ja? Die erledigen das von selbst. Okay, meinetwegen. Das sieht nämlich irgendwie nicht vertrauenswürdig aus, aber wenn es geht, okay. Dann gehen wir da halt einfach runter, habe ich kein Problem mit. Yo, das wird knapp. Okay, passt aber alles. Alles gut. Ja, okay. Die räumen einfach alles ab. Soll mir recht sein, wenn die alles abräumen. Hat mich am Anfang irritiert. Huch. Das hat nicht hingehauen. Oh, ich glaube, das war jetzt zu knapp, dass ich die reingeladen habe. Nein, war es nicht. Gerade so hingehauen. Uiuiui. Aber jetzt muss ich mich ein bisschen schicken. Sonst erwische ich die nicht mehr. Okay. Puh. So, jetzt ist es egal. Jetzt kann ich einfach drauf. So, und jetzt ein bisschen weiter schwingen als gerade eben. Und dann hier drunten. Drunten. Yo! Yo! So schnell bin ich nicht. Nimm mich mit! Scheiße. Oh Gott, da muss ich jetzt aber richtig fix sein. Puh. Was mache ich denn? Das war furchtbar. Das sollte gar nicht so furchtbar klingen, aber ich habe gemerkt, dass es furchtbar klang. I'm sorry. Okay, jetzt aber richtig fix hier durch. Weil das wird sonst echt... Oh, ist das, wie soll ich das denn kriegen? Das ist ja super. Was zur Hölle? Das ist ja super knapp. Oder ich mache irgendwas Grundlegendes falsch. Das kann natürlich sein.
Oh Mann! Versuch mal. Nein, ich wollte gerade sagen, ich versuche mal vorne drauf wieder zu landen. Das geht grundsätzlich. An der einen Stelle kann ich vorne landen. Da muss ich mich jetzt hier nicht so hetzen. Dann beim nächsten Sprung kann ich nach vorne springen. Ganz gechillt. Und dann kann ich hier auch vorne landen wieder. Und dann habe ich schon Vorsprung. Oh, das macht es deutlich angenehmer. Holy mo. Uli! Okay, kleine Sprünge hinten bleiben. Kleine Sprünge hinten bleiben, dann kommt eh wieder so eine Piranha-Scheiße. Gut. Und nach vorne. Und fallen. Ah! Zen. Wofür habe ich 200 Punkte bekommen? Ich weiß es nicht. Ach, weil ich auf die Shells drauf springe. Musste mein Kabel kurz richten. I'm sorry. Verdammt, das Level muss doch machbar sein. Kann doch nicht sein, dass ich schon wieder in der zweiten Hälfte struggle. Ja, ist egal. Wir gehen hinten rauf. Ich bin einfach ein bisschen schneller jetzt vorne. Das geht noch, das geht noch, das geht noch, das geht noch. Ah, sag ich ja. Jetzt ist es... Mein Herz ist gerade stehen geblieben, als ich die Flagge gesehen habe. Oh. Mein Gott, so wie viel fehlt jetzt noch, bis wir da wieder sind, wo wir angekommen, wo wir mal waren? Lassen wir mal die ganzen richtigen Level weg von Dings. Coinwash von Maddie, noch ein Frank, Devory. Einige, da fehlt noch eine, How to Enter Dorf. Also Maddie ist, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr so sinnvoll. Das haben wir gespielt und da, okay, die haben wir alle gespielt. Ich glaube, dann habe ich da unten nicht mehr allzu viel ausgelassen, außer die Dinger von Boosbo. Okay. Ja. Denk, dann schauen wir uns beim nächsten Mal noch diesen Teil hier an, der noch übrig ist. Und
Ich versuche mich nicht zu lange damit aufzuhalten, wenn ich es nicht schaffen sollte, dass wir hier wirklich durchkommen, dass wir wirklich relativ schnell dann an die neuen Sachen ran können. Aber ihr seht ja auch, das Neue, was bei mir in der Liste ist, habe ich schon gespielt. Mehr ist da noch nicht gelandet. Man müsste wahrscheinlich über beliebt und neu gucken, was da so ist. Ach komm, machen wir das noch schnell. Ein Level bei neu machen wir noch schnell, weil wir es können. Mein Kabel hängt. Ein Level bei neu. Und dann. Alter, was ist denn das? Wo hängt denn das jetzt? Ach, da. Und dann haben wir auch was Neues mal gespielt. Das ist mit Sicherheit jetzt schon mit ganz vielen neuen Gimmicks vollgestopft. Gegeneinander. Großartig. Ja, nice. Da ist der Acorn. Oder Ahorn oder wie auch immer man das Ding nennt. Das Flughörnchen. Hui. Ach du Schande. Geh heim. Und die neuen. Nee, die sind gar nicht neu. Ich hab gelogen. Das war nicht so gut. Das war auch nicht so gut. Ich hoffe, ich muss die nicht behalten. Yo, lass mich in Ruhe. Wait, ist hier nicht vorhin? Ja, genau, da kam eins angerollt. Ich wollte noch sagen, hier ist doch ein Power-Up. Ach, das kommt durch die Röhre. Oh, Ludwig und alle. Nicht nur Ludwig. Ach du Scheiße. Ja, es sind jetzt alle von denen da. Falls ihr es noch nicht wusstet. Das war nicht so gut. Aber ich krieg den wieder, weil der rollt hier unten durch. Das war ja smart von mir. Muss ich die überhaupt besiegen? Oder kann ich einfach durchs Ziel? Also, ich hatte aber tatsächlich recht, das Level ist vollgestopft mit neuen Gimmicks. Natürlich bauen die Leute, es ist ganz klar, es ist schade, dass es das geben muss, aber natürlich bauen die Leute, wenn es alle Koopalinge gibt, auch alle Koopalinge ein. Natürlich tut man das, weil einer alleine wäre ja langweilig, ne? Einer allein wäre ja komplett langweilig. Natürlich muss man alle einbauen. Das ist ganz klar. Was soll das? Ah, Mann, ey. Was ist das? Wie kommt man auf so eine Idee, so ein Level zu bauen? Ja, danke. Oh. Wie kommt man auf so eine Idee? Nur weil alle Koopalinge da sind? Muss man nicht alle Koopalinge einbauen? Ach, auch noch. Bullshit. Kompletter Bullshit. Das sieht kurz aus. Was ist das? Hä, ist das... Ist das? Das ist ein Rebuild. Das ist, ist das 1-3? Das ist 1-3. Das ist 1-3. Warum ist da einfach 1-3? Oder ist es nicht 1-3? Irgendeins ist es auf jeden Fall. Warum ist... Ach, was soll denn das? Einfach ein Rebuild. How can swim the fastest mit Frosch? Das ist ein Frosch-Level, da bin ich jetzt schon sicher. Gib mir den Frosch. Ach, nicht how, sondern who. Das soll
Who heißen. Das ist ein Gegeneinander. Who can swim the fastest? Oh, Leute. How can swim? Das ist ein Gegeneinander. Er hat es aber nicht mal als Gegeneinander ge... Was habe ich jetzt ausgelöst? What? Okay. Es ist kein Gegeneinander, weil man will jetzt ja hier hängen bleiben. Wait, so komme ich gar nicht an das Power-Up ran. Alter. Wait, aber wenn ich so das auslöse... ...komme ich auch nicht an das Power-Up ran. Was ein Quatsch! Was ein Quatsch! Der untere löst den Frosch aus, der obere kriegt den Frosch. Das ist ja mal null durchdacht. Das ist genauso durchdacht wie der englische Text. Alter! Crazy Jungle, komm, rette mich. Gib mir ein gutes Level bei neu. Es ist ja schon wieder nur Scam, was da rumläuft. Oh. Okay, steigendes Wasser. Was ist das? Was ist das? Warum? Warum? Eins noch. Oh Gott, das ist ein Dunkellevel, ne? Spooky Scary. Gegen die Zeit, Technik. Ich weiß nicht, ob ich das will. Oha, aber es hat was Neues. Ich muss SMB2 Marius sein. Und es hat Millionen Schlüssel. Okay, ich bin SMB2 Mario. Damit kann ich jetzt Sachen aufheben. Wenn es dann mal... Oh mein Gott! Dass hier kein Sound ist, macht natürlich die Effekte, die gleich kommen werden, noch gruseliger, ne? Das ist ganz klar. Nee! Das sind die neuen Schlüssel. Wisst ihr, was die machen? Genau. Aber, okay, ich dachte jetzt, pro Schlüssel kommt ein Phantom. Ist nicht so. Es kommt einfach ein Phantom. Und das Gute ist, man sieht es sogar. Das macht im Dunkeln jetzt natürlich noch viel mehr, ergibt viel mehr Sinn. Ich weiß also, wann es kommt und ich kann ihm ganz easy ausweichen. Shit. Kriege ich nochmal irgendwo einen SMB2-Pilz? Wahrscheinlich nicht, ne? What? Achso, ich dachte schon. Oh, wait. Ist vielleicht in den Kanonen ein SMB2-Pilz drin? Ne, nur Coins. Scheiße. Dann habe ich verloren. Nicht rauslaufen. Wait, wait, wait. Wenn ich hier rauskomme, kann ich den Pilz mir später holen. Ich brauche den nicht da drin. Oh, fuck. Oh, fuck, das folgt mir. Aber ich brauche den Pilz nicht da drin.
Kommt jetzt das Ziel oder kriege ich nochmal einen Pilz? Ich krieg garantiert keinen Pilz mehr. Warum so eine lange Fläche? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber was soll's? Ich denke, ich habe genug, ne? Ja. Jetzt muss ich einfach schneller sein als das Phantom. Das ist nicht das Problem. Ich muss nur hinten aufpassen, wenn gleich der P-Switch kommt, dass das Viech angeschossen kommt. Daran muss ich denken. Oh, da kommt schon. Hui! Tschüss! Hui! Sehr schön. So, ich muss 4 Schlüssel haben. Nice. Dann springen wir einmal den an. Dann können wir gleich ausweichen. Whoop, hi. Ciao, das war's. Achso, nee, das war's tatsächlich, weil jetzt ist der Schlüssel dann gleich aufgebraucht. Ich verstehe nicht, warum da so viele Schlüssel in der Luft sind, weil man kommt halt eh nicht ran. Aber egal. Yay! Das war notwendig. Ach, ich will es nicht buhen, aber ein Toll kriegt es auch nicht. Aber wir haben neue Sachen gesehen. Das ist doch schon mal was. Also es werden tatsächlich in allen neuen Leveln fast schon überall neue Sachen eingebaut. Das gefällt mir. Kunst und Technik. Ah ja. Kunst und Technik. Klingt ja wie ein Schulfach. Ich bin ein Goomba. Und der Goomba macht nämlich auch... Wir lernen gerade... Unabhängig davon, dass ich es gar nicht wollte, lernen wir gerade die verschiedenen Sachen kennen. Der Goomba sorgt nämlich dafür, dass ich nicht getroffen bin. Was muss ich tun, dass die denken, ich bin ein Goomba? Ich dachte, der ist... Ah, ich muss mich wahrscheinlich ducken. Hä? Was muss ich machen? Muss ich laufen wie ein Goomba? Achso, die können mich trotzdem treffen, aber die reagieren einfach nicht. Ah, verstanden. Die reagieren einfach nicht auf mich. Okay. Okay. Verstanden. Bosse zum Beispiel wird jetzt nicht reagieren. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, die da oben alle, die ziehen jetzt nämlich nicht runter. Die würden jetzt nämlich eigentlich, weil ich ein Goomba bin, machen die jetzt nichts. Okay. Ich kann allerdings als Goomba keine Sachen in die Hand nehmen. Okay. Ja, ich will kein Katzen-Mario werden. Ich möchte Goomba bleiben. Damit mich alle in Ruhe lassen. Jetzt machen die nämlich nichts. Oh, oh. Das funktioniert also. Wie das aussieht. Komplett dumm. Hui. Ich wollte gerade sagen, kommen wir gleich da rein? Und die Antwort ist... Ja. Oh, da ist der Boomerang. Wenn wir ihn dann gleich haben, irgendwann.
Moment, aber den Bumerang hätte ich schon gerne, ne? Habe ich? Achso, ich habe den Bumerang jetzt. Ich bin aber immer noch Goomba. Ich kann es auch nicht absetzen. Ich könnte jetzt nicht einen Bumerang werfen, wenn ich wollte. Wo gehe ich denn jetzt hin? Oh nein, das führt jetzt aber nicht zurück. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wo hätte die Tür jetzt hingeführt? Okay, warum ist das jetzt mit Kunst getaggt? Wo ist hier die Kunst? Dass er Häuser gebaut hat? Man weiß es nicht so genau. Ich weiß es nicht so genau. Es war jedenfalls offensichtlich Kunst. Yo! Ist das dein Ernst? Ist da oben eine Death Door? Ist das da oben eine Death Door? Oder... Nein, ah, ist keine Death Door. Ich glaube, die Tür führt nach oben. Ja, okay. Keine Death Door. Glück gehabt. Sonst wäre der Dislike direkt fällig gewesen. Okay, so komme ich hier nicht durch. Ja, so auch nicht. Oh nee, jetzt ist irgendwo ein Schlüssel versteckt. Ist das ein Troll-Level? Oh. Aber ich komme ja gar nicht in die Tür rein, oder? Weiter schlimm. Kommen wir mal trotzdem nicht in die Tür rein. Bräuchte ich eine Box oder sowas? Geht's hier noch weit? Hä? Oh yeah, Mario time. Ich bin raus. Ich bin raus. Danke fürs Zuschauen. Wenn man zu viel in Neu rumspielt, ist man einfach irgendwann kaputt im Kopf. Und tschüss.